Ich wünsche euch einen wundervollen guten Morgen hier von der Strecke Bremen-Oldenburg aus dem Steuerwagen, dem Karlsruher Kopf. Wir stehen hier gerade im Bahnhof von Oldenburg. Da vorne noch ein Intercity. Da noch 612er, die hier rumstehen. Geschoben werden wir heute von einer Baureihe 110. Hier von der Rewe 110. Sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, wir steigen mal hier ein und kümmern uns ganz schnell darum, dass der Fahrgastbetrieb stattfinden kann. Wir ziehen einmal die Lokbremse an. Zugbremse lösen wir, geben die Türen auf der linken Seite frei. Hervorragend, das hat schon funktioniert. Dann stehen wir einmal ganz kurz auf, um uns um die Signalleuchten zu kümmern. Einmal auf Spitzensignale eingestellt. Hervorragend. Leuchtmeldetest. Gut, bringt uns nichts. Dann schalten wir die PZB noch an. 85 leuchtet. Instrumentenbeleuchtung hätte ich gerne auch noch. Dann sind wir soweit eigentlich. Instrumentenbeleuchtung bitte an. Türen schließen wir jetzt gleich. Können wir jetzt schon zumachen eigentlich. SIFA ist hier vorne. So. Ja, das passt soweit. Zuglichter an, genau. Führerstandsbeleuchtung brauchen wir nicht. Scheibenwischer und so weiter und so fort brauchen wir alles nicht. Wir fahren nach Hannover und gucken wir mal, ob wir das einstellen können. Bremen, Hannover. Oh. Noch ein Stück. Hervorragend. Hannover, nicht Herrnhofer. Es gibt keinen Herrnhofer. Also bestimmt gibt es irgendwo einen Herrnhofer, aber da fahren wir nicht hin. So, auf geht's. Ausfahrt mit 60. Wir befreien uns. Das ist natürlich das Interessante hier am Steuerwagen, dass wir nicht erkennen können, in welcher Fahrstufe wir uns gerade befinden. Das wird dann tatsächlich hier nirgendwo angezeigt, sondern das müssen wir so ein bisschen, ja, selbst ein Gefühl dafür haben. Hier noch ein bisschen was an Rollmaterial abgestellt. Hervorragend. Sehr schön. 363. Dann noch mehr Rollmaterial. Super. VMAX sind 140. Und einmal hier über diese wundervolle Eisenbahnrollklappbrücke. Geschoben von unserer 110. Und ab hier dürfen wir 120, aber wir sind ein bisschen zu schnell. Aber gut, jetzt können wir Leistung wieder aufschalten. Nächster Halt ist dann Hude in 15 Kilometern. Dann einmal hoch auf die 120. So, wir lassen auslaufen. Ein bisschen aufschalten können wir doch noch. Sind gerade mal bei 110.
Das ist natürlich ganz interessant, wenn man hier ohne das große Hut unten rechts fährt, ne? Dann hat man noch viel weniger Informationen zur Verfügung und konzentriert sich automatisch mehr auf die Anzeigen, die wir hier im Führerstand haben. In Realität da halt auch. So, ab hier dürfen wir 160 fahren. Das finde ich mal ein bisschen wild, dass hier das Tacho nur bis 140 geht und das aber die Geschwindigkeit ist, die wir ausfahren dürfen. Das heißt also, wir können gar nicht so richtig abschätzen, wenn wir schneller als 140 werden, dass wir wirklich zu schnell sind. Ist das realistisch? Ist das in Realität auch so? Wir können mal ein Foto machen. Würde mich mal an dieser Stelle ganz gut, dann doch interessieren, mal ein Foto zu machen. Gehen wir die Schärfentiefe runter auf so, sagen wir mal 5%, verkleinern das Sichtfeld, so, zack, und dann einmal den Schwerpunkt runtergestellt, bis das scharf ist, was wir scharf haben wollen, also der Vordergrund hier vorne. Dann können wir hier noch in die Belichtungseinstellung gehen, ein bisschen die Belichtung runter, die Vignette ein bisschen hoch, ja, und dann speichern wir das mal. So vielleicht. Nicht einsteigen, da haben wir doch gerade eben Hannover eingestellt, oder nicht? Hier so können wir natürlich auch ein bisschen reingucken in unseren Führerstand mit der Kamera. Und hier vielleicht die Elemente mal scharf stellen, die wir hier sehen. So vielleicht. Ne? Also so können wir wirklich die wundervollen Details, die es hier so zu sehen und zu entdecken gibt, können wir dann entsprechend einfach mal ein bisschen fokussieren und im Spotlight haben. Ja, also, joa. Also hübsch auf jeden Fall. N-Wagen natürlich auch von innen wundervoll. Kennen und lieben wir, glaube ich, alle, würde ich sagen. Ja, herrlich. So, 140 sind erreicht. Wir lassen jetzt mal rollen. Aha, was ist denn da los? Ja, jetzt haben wir keine Fahrradspannung mehr. Ja, aber Strom hat niemals noch oben. Okay. Komisch. Aber werden wir denn noch schneller? Können wir noch Leistung aufschalten? Ich glaube schon. Weil Motorspannung haben wir. Und der Motorstrom geht ja auch hoch. Und wir beschleunigen jetzt auch wieder. So, 6,3 Kilometer noch, bis wir hoch sind. Und wir sind zu schnell. Da haben wir so ein bisschen diesen Parallaxeneffekt, der hier zu Trage kommt. Weil für uns, aus unserer Perspektive, sieht es so aus, als seien wir langsamer als 140. Dabei hat das HUD gerade eben schon hier angezeigt, also ist es halt hier gelb geworden, was halt anzeigt, dass wir irgendwo im Bereich 141 bis 145 km/h schnell waren. Also davon nicht täuschen lassen und sagen, okay, ja gut, da habe ich noch
ein bisschen Raum zum Beschleunigen. Nee. Da macht einem der Parallaxeneffekt einen Strich durch die Rechnung. Könntest du uns das gleich mal angucken, wenn wir aufstehen, ob dann der Effekt, ob wir dem dann entgegenwirken können? So, weil jetzt sind wir noch 140 schnell. Und jetzt sind wir zu schnell, aber es sieht immer noch aus wie weniger als 140. Und wenn wir aber aufstehen, dann sehen wir von hier, wir sind 140 km/h schnell. Also wenn wir von genau oben drauf gucken. Jetzt sieht es wieder so aus, als seien wir langsamer. Ne? Also den Effekt darf man nicht außer Acht lassen. Steht da wieder Hannover. Ja, steht da immer noch. So, da kommt eine Ankündigung auf 120. Und da vorne sehen wir sie schon. Also lassen wir mal den Fahrschalter auf aus und lassen einfach mal rollen. Natürlich nicht bestätigen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe dynamisches Wetter aktiviert heute. So, 120 gelten nun. Und wir müssen anhalten in rund 800 Metern. Also einmal reingebremst. Schauen wir, dass wir mit 60 am Bahnsteigs Anfang sind. Sendung mit der Haus und mit der Maus 110. So. So, hervorragend. Türen auf. Bei unserem Gegenzug werden die Türen gerade geschlossen. Einmal kurz hier Schwerpunkt setzen. Schon wieder sind wir bei Nicht-Einsteigen. Also das mit dem... Ups, jetzt habe ich es hochgeladen. Na egal. Was steht hier? Auch nicht einsteigen. Von der Seite sieht das ein bisschen aus wie eine 420, oder? Also wenn man mal nur so guckt, hat es ein bisschen was von der Baureihe 420. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. So, okay, genug dessen. Kann mal ganz kurz hier in den Fahrgastraum gucken. Ja, hier ist soweit alles easy. Türen sind auf. Sehr gut, dann Türen schließen. Bremsen lösen. Verstehe ich nicht, warum hier die Fahrdrahtspannung
auf Null geht. Nächster Halt ist Delmenhorst. Es sind hier heute übrigens keine Mods installiert für die Strecke oder für die Fahrzeuge. Alles Vanilla heute. Und das schiebt unsere 110. Da kommt uns was entgegen. Sehr schön, MPBZ. Und wir können wieder hoch auf die 140. Wir haben auch so eine Güterverladeplattform. Lasse ich auslaufen. Was ist denn jetzt? Weil wir sowieso noch ein bisschen beschleunigen. Jetzt können wir noch mal ein bisschen aufschalten, um ein wenig das Fahrverhalten selbst zu kontrollieren. So, wir sehen, es zieht zu. Also dynamisches Wetter ist aktiviert. Und 4,7 Kilometer noch.
auf der Seite den Scheibenwischer betätigen. Halten in 2,7 Kilometern in Delmenhorst. Da ist man angekündigt auf 120, die kommt. Von daher Fahrschalter auf aus. Wir lassen einfach mal rollen. Ein bisschen dynamische Bremse mit dazu nutzen. Die nämlich verschleißfrei bremst. Also machen wir uns bereit zum Bremsen. Und haben noch 1 Kilometer, das heißt also, wir bremsen jetzt mal rein. Mal die E-Bremse komplett reingehaut. Und hier sind wir in Delmenhorst. Boah. Nein. Halt noch nicht an. Halt noch nicht an. Okay, das tut unserem Zug nicht gut. So, das war ein bisschen sehr stark reingebremst. Jetzt haben wir die Fahrgäste einmal ordentlich durchgeschüttelt. Fast geschafft. So, alle Türen sind am Bahnsteig. Türen auf. Und wir gucken mal raus. Jo, nichts los hier. Ich verstehe nicht ganz, warum die Zugzielanzeigen nicht funktionieren, beziehungsweise das Fahrgastinformationssystem. Ich kann einmal hier durch den Zug durchwandern. Ja, so sieht das hier aus. Zweite Klasse Wagen. So, dann können wir die Türen schließen. Nächster und letzter Halt ist Bremen in 10 Minuten. Können wir uns mal hier so ein bisschen die Unterseite des Zuges angucken, auf jeden Fall sehr interessant. Und das sind wir mit einer Mütze, die zu klein ist für unsere Frisur, für unsere tolle. Hier wird hinten angeschoben. Oh, hier hätten wir mal die Lichter hinten anmachen müssen, ne?
hoch auf die 140. Wir wollen nicht zu viel Zeit verschwenden. Und schalten entsprechend Leistung auf. Das war die falsche Taste. Ich wollte nicht die Fahrtrichtung ändern. Die 363, die hier einfach steht.
geschafft. Das Bremen ist es aber noch ein ganzes Stück. Daher weiß ich nicht, ob wir da auf einen. Ja. Ich wollte gerade sagen, von daher weiß ich nicht, ob wir auf ein halbzeigendes Signal zufahren, aber das tun wir anscheinend und anscheinend blockiert uns da vorne ein Zug. Also normalerweise macht man das nicht, ne? Aber ich würde gerne noch ein bisschen näher ran ans Signal fahren. Nur um zu sehen, was da vorne die Lage ist. Wir tun jetzt mal so, als hätten wir die Erlaubnis vom Fahrdienstleiter auf das Halbzeigensignal zuzufahren. Denn dass da vorne einer steht, macht mich etwas stutzig. So, wir lassen einfach nur rollen. Bremen Neustadt. So, jetzt können wir mal anhalten. Und jetzt würde ich gerne mal gucken, was hier los ist. Also der steht hier und wartet, weil hier einer steht und wartet. Und der wartet, weil der hier einfährt? Kann das sein? Schauen wir mal, was passiert, wenn der jetzt hier einfährt. Aber ich glaube nicht, dass sein Weg diesen hier überhaupt kreuzen kann, weil wir können ja nur maximal auf dieses Gleis und dann noch hier rüber. Also es kann nichts mit dem Zug hier vorne zu tun haben. Hat das was mit dem hier zu tun? Oder kommt von hier ein Zug? Nee. Genau, also der steht jetzt hier. Ist gerade eingefahren. Der hat immer noch Halt. Warum hast du Halt? Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, weil wir vielleicht auf diesen hier warten. Ja, und da sind wir. Ja, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, was sie machen sollen, weil ganz offensichtlich werden wir blockiert und es gibt wohl einen kleinen Zugstau vor uns. Der kann immer noch nicht fahren. Vorsicht, bei der Einfahrt. Ich denke mal, dieser Zug hier, der wird diesen Weg nehmen. Und dann wird er hier die Weiche rechts nehmen und praktisch geradeaus weiterfahren. Dann ist er hier auf diesem Gleis, auf diesem hier, auf dem hier und möchte hier einfahren. Aber da steht halt der da. Wir könnten den Zug entfernen und schauen, was passiert. Wisst ihr was? Lass uns das einfach mal ausprobieren, weil ich bin sehr gespannt, was dann passiert. So, der Zug ist weg. Und der kann fahren. Gut, okay, der Stau wird sich hier lösen, aber ich würde sagen, wir müssen trotzdem Ewigkeiten warten. Von daher verabschiede ich mich von euch an dieser Stelle bereits. Und den Rest des Weges werde ich dann alleine fahren. Bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute, alles Liebe, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.